Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Forest und Kaninchen ist gespawnt. Ja. Ich bin erfolgreiche Kaninchenjägerin. Ach, Menu. Wir haben hier noch ein Feuer. Ich würde gerne noch was essen. Hier gönnt mir auch niemand was zu essen. Wir könnten uns rein theoretisch aber einen Snickers reinhauen. Gut, dann geht es uns schon mal wieder ein bisschen besser. Ach ja, und Feuer müssen wir uns dann irgendwie anders nochmal überlegen. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt hier weiter reingehen, dann kommen wir nicht ans Meer. Wir sind hier an einem See. Ich glaube, wir müssen da hinten weiter rum. Aber da kommen wir auch nicht nach Hause. Also wir sind jetzt ziemlich weit weg und ich muss mal gucken, ob ich vielleicht das Overlay wieder einblenden muss. Ist gerade durchgeflogen? Was war das? ja gut, hier sind wir ja gestern schon Stöcker sammeln gegangen. So, jetzt schwimmen wir hier mal wieder ein bisschen. Ich hoffe, uns wird nicht gleich wieder kalt. Das Feuer haben wir ja gerade verlassen. So, wir kriegen auch wieder Luft nach 2 Meter Tauchen. Sehr schön. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie lange unsere Ausdauer hält. Und der ganze Rest. Hui. Ja gut, es war letzte Folge schon nicht unspannend. Wir hätten jetzt natürlich nochmal nach oben gehen können. Und gucken können, ob wir da das Einwohnerdorf leerräumen wollen. Andererseits habe ich keine Todessehnsucht. So, wir können hier auch noch eine Rüstung bauen. Können wir an der Stelle mal schnell machen. So, und dann können wir uns mal fett damit ausrüsten. Sodale. Können wir uns eigentlich... Okay, weiter geht's nicht. Ich weiß nicht, wie ich diesen Energy Mix mache. Das überlege ich schon, seitdem ich das letzte Mal die Folgen geschnitten habe. Mit Alkohol hätte er klappen können. Blätter wollen wir auch nicht. Ja gut, dann habe ich irgendwie gar keine Ahnung, wie wir das machen. Ha, aber wir werden es bestimmt noch rausfinden. Ich bin da recht zuversichtlich. So, hier kommt das Meer. Ja, ich habe mich richtig erinnert. Ich bin voll stolz. So, wir haben das Meer gefunden. Das ist total toll. Frage ist nur, ob wir die richtige Stelle vom Meer gefunden haben oder ob wir jetzt hier einfach nur Abbruchküste haben. Oder tatsächlich eine Stelle, wo wir auch was finden und auch ein bisschen Koffer zerschlagen können und sowas. Das wäre natürlich von allen Dingen am praktischsten. Da guckt ein Stamm raus. Ah, Leute, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wenn wir jetzt geradeaus weiterlaufen, kommen wir nach Hause. Ich glaube tatsächlich, dass wir gerade an der Stelle sind. Bin mir aber nicht sicher. Es kann natürlich auch komplett falsch sein. Ja, schaut mal. Ah! Ja, da ist unser Zuhause. Oh. Ich hätte mich vielleicht dafür entscheiden sollen, oben lang zu gehen. Das riskiere ich jetzt nicht, auch noch zu ertrinken. Die Ureinwohner überleben wir, aber wir ertrinken. Das wäre ja was. Okay, zu Hause können wir uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen... zu Kräften kommen lassen. Hilfe, Herr Jes, war jetzt aber auch ein Ausflug. Aber gut zu wissen, dass das gerade nur einmal im Kreis gelaufen war. Wirklich, ne? Eigentlich, wir sind in die andere Richtung gegangen und sind hier wieder rausgekommen. Unglaublich. Dann kommen wir hier auch gleich zu unserem Lagerfeuer. Das ist ja direkt hier an der Ecke. Ich würde sagen, irgendwie kommt mir die Gegend bekannt vor. Hier ist ja unser Fire Pit. Jo. Wir sind fast zu Hause. Wir haben keine Ausdauer. Ach, Mio. Aber wir haben es mal geschafft, uns ein bisschen mehr Rüstung zu machen. Allein dadurch, dass wir uns auch mal ein bisschen durchgekämpft haben. Home sweet home. Wir sind da. Juhu. Ich fühle mich jetzt nicht mehr ganz so hilflos. Wir kommen. Liebes Zuhause, wir kommen. So. Hui, wir sind da. So, können wir eigentlich irgendwas anpflanzen? Wie sieht's aus? Ja, das sieht ja sehr gut aus. So, haben wir wieder ein paar neue Beeren angepflanzt. Wie sieht's hier aus? Hier können wir auf jeden Fall welche essen. Wie sieht's denn hier mit unserer Trinkschale aus? Nicht so gut. Müssen wir die reparieren? Echt jetzt? Wo ist denn unser Reparaturdingel? Da. Okay. Oh, das können wir auch schon wieder reparieren. Müssen wir eigentlich ständig alles reparieren? Wird uns hier immer die Bude eingeschlagen, wenn wir nicht da sind? So, haben wir jetzt alles repariert?
Sieht soweit. Gott, das war der Wind. Sieht soweit gut aus. So. Ich glaube, wir müssen jetzt aber tatsächlich ein paar Beeren essen. Sonst klappt das mit unserem Durst nicht so ganz. So, aber wir können uns ja hier auf jeden Fall noch ein Stück Fleisch gönnen. So. Einmal essen. Und sind wir jetzt schon wieder halbwegs fit? Alter, was für ein Ausflug. So, hier können wir einmal das Skin-Paket mit draufpacken. Achso, ja, wir haben noch zweimal Lurch, stimmt ja. So, jetzt haben wir aber nichts mehr, ne? Nee. Gut, da sind wir ja soweit ganz gut ausgerüstet. Hier können wir auch ein paar Steine niederlegen. Da haben wir auch ein, zwei gesammelt gehabt. Gehen wir wieder zu Tor. Tor, hallo? Tor? So. Aber ich würde immer noch gerne zum Strand und ein paar Koffer besorgen. Weil so viel haben wir jetzt echt nicht gesammelt. Wir können ja jetzt nochmal hier Richtung Ureinwohnerdorf gehen. Ach, wisst ihr was? Wir speichern mal zwischendurch. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht gespeichert. Das ist ein bisschen ungünstig. Das würde ich ja gerne vermeiden, dass wir jetzt hier unsere großen Abenteuer bestreiten und dann am Ende nicht gespeichert haben. Das wäre ungünstig. So. Speichern wir mal an der Stelle. So. Und schon ist alles wieder besser. Hier können wir mal ein paar Äste reinhauen, die wir gerade so gefunden haben. Müssen wir zwar wieder ein paar neue sammeln, aber ist dann halt so. So. Wir haben uns eingesperrt. Ich lerne das noch. Ich habe Hoffnung, dass wir den richtigen Weg finden. Ach da. Ich dachte gerade, hey, waren die Hütten nicht irgendwie mal näher gewesen? Aber waren sie nicht. So, ein paar Stöcker. Hier sind die Koffer, die wir so oder so schon hatten. Finden wir... Da ist ein Familienausflug. Wahaha. Da wollen wir nicht stören, ne? Hui. Das ist immer wieder fröhlich hier. So, aber wir können ja hier im Dorf mal ein bisschen von A nach B schlendern, wenn hier gerade keiner ist, wenn... Die Familie gerade auf Tour ist da hinten. Guck mal, die sitzen da alle. Und beten da vor sich hin. Oh. Oh. Der hat uns gesehen. Nicht gut. Wir hauen mal ab. Aber nicht zu uns nach Hause, weil ich will die einfach nicht zu uns nach Hause locken. Deswegen... Oh, Teich. Hallo, Teich. Okay, hat uns einfach ignoriert. Gut, das Dorf ist anscheinend nicht unbewacht. Aber hier haben wir ja auch schon mal die Koffer aufgemacht. Aber die Stoffteile sind wieder gespawnt. Deswegen, oh, da ist eine Feder. Da ist eine Feder. Puh, die Feder war es mir wert. Können wir wieder 5 neue Pfeile herstellen. So. Stoff. Oh, da ist er schon wieder. Alter, hat er... Nein, er hat uns nicht gesehen. War das jetzt Dynamit oder waren das Flares? Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir was gefunden. Das ist ja schon mal sehr gut. So, wir watschen jetzt ja einfach mal so durchs Dorf. Du. Er kommt in die Richtung, ne? Ja, wir gehen mal woanders hin. Wir sind ein Busch. Finde uns bitte nicht. Wir sind ein sehr flexibler Busch. Wo ist er denn jetzt hin? Hä, er war doch gerade noch hier. Hä? Was ist der denn? Oh, da ist wieder wer unterwegs. Da ist gerade jemand zur Hütte gerannt.
Schaut mal, ist hier eine Höhle. Ist der da reingesprungen? Springen die einfach in Höhlen rein? Ich habe das noch nie gesehen, also wüsste nicht, dass sie es tun. Oh, fast. Nee, komm, wir gehen zwar woanders lang. Wir gehen jetzt einfach mal durchs Dorf durch und gehen mal nach hier hinten in der Hoffnung, dass da der Strand kommt. Ich habe da nämlich so leichte Hoffnung. Nee, aber ein See. Oder? Ist das Wasser oder ist das Schatten? Nee, das ist Schatten. Kein See. Ah, Beeren. Schaut mal. Beeren. Lauter Beeren. Juhuhuhu. So, die essen wir auch noch. Dann sind wir hier durstmäßig auch wieder fast voll. So, und dann können wir hier wieder unsere Beute nehmen und uns wieder ein paar mitnehmen, weil die haben uns ja das letzte Mal echt ganz gut geholfen. Da war ich sehr glücklich, dass die da waren. So, ist hier noch irgendwo ein Busch? Schaut mal, hier ist noch einer. Total toll. Juhu. Da ist noch einer. Voll super. Freue ich mich gerade voll. Wir haben ein paar Beeren. Müssten jetzt 12 Stück gewesen sein, die wir gefunden haben. Voll gut. Okay, gut, dann rüste ich jetzt mal wieder die Axt aus. Sicher ist sicher. So, dann. Hey, hier ist wieder ein See und ein Felsvorsprung. Da steckt ein Speer drin, aber ein Speer hatten wir schon, oder? Einen schwachen Speer. Wie sieht ein starker Speer aus? Kann ich den ausrüsten? Geschwindigkeit, schwacher Speer, Schaden, minus Geschwindigkeit. Okay, was mache ich dafür? Okay, ich brauche 2 von dem. Okay, Alkohol auch nicht. Stein? Nein. Nein, eine Feder auch nicht. Ich überlege gerade echt, was ich dafür brauche. Okay, ein Stock auch nicht. Macht ja auch wenig Sinn. Uhr auch nicht. Was brauche ich denn dafür? Hä? Ich habe jetzt fast alles ausprobiert, was irgendwie geht. Wie mache ich da einen besseren Speer draus? Noch mehr Stoff geht nicht. Baumharz zum Festkleben macht auch keinen Sinn. Und Federn wollte der auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich einen Speer verbessere. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen doof. Okay, wir haben einfach nur den Speer getauscht. Ach ja. Na gut, was willst du machen? Sind wir jetzt schon wieder hier an der Kante? Sind wir jetzt einfach nur geradeaus gelaufen, wo wir letztes Mal im Kreis gelaufen sind? Och, verdammt. Ach, da unten. Okay, das scheint aber ein Kannibale zu sein. Von der Lache her. Schau mal, wir sind jetzt wieder nur im Kreis gelaufen. Wir sind jetzt einfach mal in der Mitte durch. Statt wie das letzte Mal einmal außen rum. Ich komme hier einfach nirgendwo. Alter! Alter! Der hat einen scheiß Stock! Was soll denn das? Der hat einen scheiß Stock! Und da kommt hier auf meinen verdammten Stein drauf. Das finde ich voll uncool. Nee. Erinnert mich mal daran, dass wir die Pfeile wiederfinden. Hui. Boah. So, und wo ist jetzt dein Kompagnon? Ja gut, aber wir sind jetzt wieder genau an derselben Stelle, wo wir in der letzten Nacht aufgehört haben. Ha, ist ja nicht so geil. So, müsste aber auch im Umkehrschluss heißen, dass hier unser Feuer noch irgendwo sein könnte. Muss ja natürlich aber auch nicht, weil es war ja nur so ein. Ach doch, ich schau mal, es ist noch da. Nur so ein vorübergehendes Feuer. Ja. Oh. Da liegt es auch schon. So, oder da? Okay, es war ein Vogel. Ich dachte, da läuft schon wieder uns einer hinterher. Ich kann
Kaninchen bleiben auch nicht still sitzen, ne? Es wäre zu schön. Alter, den haben wir getroffen. Krass. Das haben wir ja gut gemacht. Hihi. Dann haben wir schon mal so schnell keinen Hunger. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. So, ich wollte uns ja auch noch ein paar Pfeile basteln. Wirklich, sobald man Hasen anvisiert, rennen die weg. Das ist so gemein.